Latsch tot. Latsch tot. Und respawn. Latsch tot. Was soll man denn hier noch machen? Achso, die Schattenklauen töten. Regulus wird eure Seele verzehren. Work, 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 work. Stufenaufstieg. Wie viel? Ein. Können wir das machen? Dann kriegen wir den. Stellt 8 Sekunden lang 22 Gesundheit wieder her. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Beide müssen wir erstmal gucken. 220, wie viel haben wir? 845. Muss gleich noch was gucken. Auf Escape. Layout ändern, wie gesagt, kann man hier alles ziehen, ne? Kennt ihr das, wenn eure Armhaare sich irgendwie bewegen, so minimal durch Wind oder sonst was, was sich anfühlt, als wäre da irgendwas drauf? Das ist einfach nur widerlich. Namen. Ich suche ich doch gerade gar nicht. Ich suche. Statustext. Ziel. Ah, so liebe ich das doch. Jetzt sehe ich genau, wie viel Leben wir noch haben und wie viel Prozent. Prozent ist einfach, brauchen wir glaube ich gar nicht. Aber kenne ich halt aus vielen Spielen, dass wir Fähigkeiten irgendwann kriegen, die man erst ab einer gewissen Prozentzahl einsetzen kann. Was bei uns jetzt noch nicht der Fall ist, aber vielleicht auch noch kommen wird. Und sicher ist halt sicher. Kluten looten. So, uns fehlt noch ein Portal und ein Dunkelsperrkerl. Der hat gerade einen getötet. Das andere Portal ist da hinten. Gar nicht mal so weit entfernt. Wir haben hier eine 2. Ebenenlagerung will ich das Schließen und Rissen hervorführen. Auserwählten Kräfte. Ihr habt momentan 2 von 3. Das ist ja nett. Boah. Reichweite ist echt nicht zu verachten. So. Was schlägst du dich denn hier? Achso, wir müssen erst ein Stück weit rechnen. Um dich herum ist gar nichts, du bist tot. So, Aufschlag auf den Tartagon. Und Quests abgeben. Wir sind jetzt Stufe 8, wie ihr oben sehen könnt. Ich finde das cool. Ich habe jetzt bisher. Lass mich lügen, 2 Stunden 15, so ungefähr ein bisschen weniger. Was hier ist ein Riss? Da hinten ist ein Riss. Gespielt. Und hier ist eine Stufe 8, also es geht gut ab. Also Stufe 8 ist jetzt nicht High-End-Content oder sonst irgendwas. Aber es ist schon mal ein Anfang. Ebenenköder, das kann man nicht aktivieren sehen. Braucht man das Ding? Schau mir, ich schicke gleich mehr raus. Achso. Ja, das brauchen wir. Ich müsste, glaube ich, mal Guild Wars 2 spielen, einfach um Vergleich zu haben zu anderen Spielen. Damit ich nicht immer alles mit World of Warcraft vergleiche, so ungefähr. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. Alter Falter, warum killen die den Instant? Ich meine, die können doch nicht Stufe 100 sein, so ungefähr. Die hier können, weil es halt ein Healer-Fotze. Moment, ich will kurz das gucken. Nein, ich kann sie nicht reporten für den Namen. Was reporte ich eigentlich immer? Weil, selbst wenn ich den Namen jetzt nicht unbedingt schlimm finde. Aber es muss aber nicht sein, wir sind hier im Rollenspiel und nicht irgendwie in einem Pornoladen oder sonst irgendwas. Und sowas wie Healer-Fotze einfach nicht sein. Tut mir leid, wenn ich hier Zuschauer gerade habe, die noch nicht 16, 17, 18 sind. Jetzt sagt man vielleicht, ja, 16, ja. Aber, nein. Also, nein. Ihr könnt jetzt übrigens sehen, wie sich so ein Riss auflöst. Geht die Textur langsam zurück. Man kriegt die Ebenenlagerung, haben jetzt 3 Stück von. Gruppe verlassen. Meine Beute kann ich mir noch abholen. Planarit. Ich wollte das gucken, genau. Auserwählten Kräfte. Eine Ebene. Heilt und wertet spezielle aufrüstbare Einheiten auf. Verbraucht bei der Anwendung einer Ebenenlagerung erlaubt Bewegung. Erhöht beim Kampf gegen Eindringlinge aus den Ebenen den Zielschaden um 200%. Erhöht beim Kampf gegen Kolosse den Zielschaden um 20%. Reduziert nämlich Eindringlinge Ebenen. Ja. So ist das. Planarit.
stellt einige. Okay, ja, cool. Planarit, kann ich euch Planarit gerade irgendwie zeigen? Hier nicht, im Shop eventuell. Kann man da Planarit ausgeben? Zu Hause. Ausrüstung. Doch, Ausrüstung war schon mal ganz gut. Rüstung. Aber hier Planarit mit bei? Nee, dann weiß ich gerade gar nicht, wo wir überall Planarit ausgeben können. So. Mehr Stärke. Stärke brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir brauchen Geschicklichkeit. Heißt, wir nehmen das nette Ding. Und wer eben aufgepasst hat, hat gesehen, dass wir den Streitkolben da, auf den ich Bedarf gewürfelt haben, dass wir den gewonnen haben. Das heißt, wir können ihn gleich mal anlegen. Ja, unser geiler Bogen. Zwar ist der hier 0,8. Heißt, den machen wir dahin. Und dann haben wir auch das bekommen. Das legen wir hierfür an. So, sehr schön. 6,3. Jo, passt. Jetzt haben wir hier so eine Keule. Kommen natürlich auf beiden auf die Runen drauf. Jetzt fragt er vielleicht euch, glaube ich, das habe ich auch schon erklärt, warum ich die Waffen verbessere. Aber eigentlich sind die ja scheißegal. Ich könnte ja auch ohne die rumlaufen. Ich bin ja nicht im Nahkampf. Aber die haben ja Attribute da drauf. Und diese Attribute sind nicht auf die Waffe gebunden, wie ihr euch vielleicht schon jetzt eventuell gedacht habt. Oder wenn ihr schon mal ein Spiel gespielt habt, euch denken konntet. Sondern die Waffen gelten, die Attribute gelten, ich nenne es einfach mal global. So dass wenn ich da Geschicklichkeit drauf habe, sich auch der Schaden, weil ich weiß gerade gar nicht, was Geschicklichkeit macht, von meinem Bogen erhöht. Können wir mal nachgucken, was Geschicklichkeit macht, steht hier bestimmt irgendwo. Statistik, Geschicklichkeit. Wird die Angriffskraft um 39, haben wir auch noch Angriffskraft, Angriffskraft. Wird den Schaden bei Kampfspezialisten um 9,8 pro Sekunde. Erhöht den Wert für kritische Körpertreffer, Crit erhöht halt den Schaden, der verursacht wird, den Abwehrwert und erhöht Ausweichwert. Ja. Das ist, was das macht. Heißt, wir haben jemand Gadget installiert. Alter, hat nichts mit Reif zu tun. Was? Reife 27. Also ich bin bald 20. Na, das heißt bald. Halbes Jahr noch vor mir, bevor ich 20 werde. Wie lange nehmen wir auf? 22 Minuten. Was müssen wir eigentlich gerade machen? Ich glaube, wir müssen nach da oben. Warum müssen wir nach da oben? Was ist denn da Feines? Ich werde auch bald mal in die Hauptstadt gehen. Hier übrigens, wenn man 100 Gold hat, ich glaube ab 100 ist es, ändert sich die Währung. So weit sind wir aber noch nicht. Deswegen warte ich noch nicht, was es ist. Feuer-Eichhörnchen. Oh nein. Wir brennen Bomami-Bracken. Wie mache ich das denn? Kann ich die hier schon verbrennen? Nö. Also feuchtfröhlich draufkloppen. Bam, bam. So. Die kann ich jetzt einfach verbrennen. Okay. Habe ich da gerade das Blitzen gesehen? Nein. Doch? Nein. Es ist nur der Schatten, der sich bewegt. Oh, da hinten ist wieder ein Riss. Finde ich recht lustig. Wenn wir da jetzt nicht hinreiten werden, um dran teilzunehmen. Müssen ja nicht an jedem Riss teilnehmen. Glücklicherweise schaffen die mich auch ohne uns. Schon in Rift unterwegs seit ein paar Tagen. Was ich mich frage, also Gilden gab es ja schon immer in Rift. Ob die mittlerweile auch irgendwie Gildenbelohnung oder sowas haben. So wie in World of Warcraft. Weil dann würde es sich echt mal lohnen, sich relativ früh an eine Gilde anzuschließen. Was ich recht schön finde ist, eigentlich bin ich echt gerne mit meinem Namen, also Griesfrei-LP unterwegs. Aber dann kommt oft irgendwie ein blöder Spruch von irgendwelchen Community-Leuten und das regt mich sehr oft mal auf. Deswegen ist es mal schön, dass ich nicht als Griesfrei-LP unterwegs bin, sondern als Falandai. Und die Leute nicht wissen, dass ich Let's Player bin. Also das heißt nicht, dass ich, wenn ich sobald Griesfrei-LP heiße, 1000 Leute anschreien von mir, hey, bist du Griesfrei-LP? Sondern dass einfach die Leute wissen, ich bin Let's Player, was ja mein Name irgendwie schon erkenntlich ist und das ist manchmal nervig. Da hinten ist Naturriss. Da können wir eigentlich mal hingehen, müssen wir nicht töten, Bomani weg. Nee, müssen wir nicht. Sind da welche? Da sind sogar welche. Riss geöffnet. Welche Phase? Dritte Phase schon. Wow, da geht's glaube ich dick ab. Okay, waren noch nicht so viele Gegner, wie ich gedacht habe.
wie nicht im Ziel. Ding war nicht freie Sicht aufs Ziel, so heißt das. Und hier haben wir jetzt Gegner, die schon mal ein bisschen mehr aushalten. Und nicht instant tot sind, Phase abgeschlossen. Achso, die Quelle der Kraft, die kann ich euch auch mal zeigen. Da kann man so Rechtsklick drauf machen, dann sammelt man die auf und dann kriegt man einen Buff, Quelle der Kraft. Energieregeneration wird erhöht. Beides ist bei uns jetzt noch nicht so wichtig, weil wir die Viecher relativ schnell down kriegen und unsere Energie sich schneller auflädt, als wir sie verbrauchen. Aber später wird das, glaube ich, noch recht wichtig. Hier können wir gerade Soldaten befreien. Das sind NPCs, die uns jetzt hier einfach bei helfen. Wir kriegen jetzt schon Loot, aber wir werden hier noch weiter kämpfen. Und wie man sieht, hier spawnen auch Objekte, wie die ganzen Pflanzen. Und hier der Rift nochmal von nahen. Riss geschlossen, jetzt schließt er sich. Und die Textur auf dem Boden wird wieder normal. Meine Rissebenenladung da blub, geht nicht höher. Planarit und Co. Ball ist ja limitiert auf 3. Aber es sollte auch eigentlich jeden logisch denkenden Menschen irgendwie klar gewesen sein. Na? Schnitt der Riss? Textur? Max Level war also 50. War, genau. Er hat geschrieben war. Weil ich nicht weiß, ob er damit wirklich meint, dass sie das mal war oder ob sie das noch ist. Ja, aber jetzt ist es bei 55. Neulich kam ein neues Addon raus. Ist bei 60. Es war bei 50 und hier steht 10 zusätzliche Stufen. Ist bei 60. So, hier haben wir den letzten, den wir brauchen. Flupsch. Was hat das mal 1 mal 10 zu bedeuten? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wendet einen Aufklärungsapparat bei Momani weg an. Achso, Momani weg ist doch der Kerl, der hinten steht. Seelenlagen, um Zorn der Auserwählten zu wirken. Können wir auch gleich mal machen. Momani weg, da ist er. Flutsch, und jetzt sollen wir den bestimmt töten. Beziehungsweise ich will ihn töten. Morgen ist Sonntag. Morgen ist Sonntag. Wundergeil. Heißt, ich kann morgen, was mache ich denn morgen? Aufnehmen. Und rendern. Nee, rendern tue ich jetzt über Nacht, weil ich habe endlich was herausgefunden, und zwar wie die Warteschlangenfunktion funktioniert in Premiere, weil ich, da hatte ich immer sehr viel Probleme mit. So, haben wir jetzt gewirkt. Jetzt haben wir 3 Quests, die wir abschließen können. Stufe 9 sind wir. Punkte hatten wir ausgegeben, ne? Ne, hatten wir nicht. Kann ich leider nicht gleich damit reinpacken, sonst hätten wir hier schon 10, was uns nichts bringt. Dann hauen wir den nächsten hier mit rein. Sind wir an der einen Quest vorbeigelaufen, glaube ich. Nee, doch, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. So, Ebenenladung. Quest abgeschlossen. Sehr fein, sehr fein. So soll es doch sein. Ich weiß nicht, ob der Trank auch weiter tickt, wenn wir nicht in-game sind. Wäre scheiße, wenn. Aber leider nicht zu Ende. Findet Dame Sidra im königlichen Refugium. Okay. Was? Was haben wir hier denn? Hä? Ah ne, ist noch ein Stück weiter. Ist noch ein ganzes Stück weiter. Kommen wir hier nach oben? Bin mal gespannt, wie die Hauptstadt da aussieht. Ich glaube, die Hauptstadt war ziemlich groß und verwirrend, wenn ich mich nicht recht irre. Oh, da vorne haben wir einen kleinen Kriegsposten. Technischer Schutzstein. Die Schutzsteine kann man, glaube ich, erobern als jeweils andere Fraktion bzw. als Monster. Und dann wäre hier nichts, dann müssen wir den erstmal zurückholen. Recht cool. Aber hier sind wieder ordentlich Quests, die wir alle annehmen können. Was? Beruf? Machbar bedeutet. Oh, was war? Hier noch wieder her. Verleiht die dauerte Fähigkeit, freundlich gesinnte Truppen zu rufen, die bei Rückeroberung des Ortes. Ah!
Level ist für schwache Essenz, eben Fokus einfach von der. Ah, cool. Quest, die wir einfach instant abgeben können. Auch sehr genial. Spreche mit Serena Helme im königlichen Refugium. Aktivieren Sie Ihre Reise. Okay.